Der Würzburger Bischof Franz Jung lud ins Exerzitienhaus Himmelspforten. Der Abend galt vor allem den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern der katholischen Büchereiarbeit in Bayern. In seiner Ansprache betonte Jung, dass Büchereien pastorale Orte seien. Der St. Michaelsbund begleitet und berät bayernweit 1.000 katholische öffentliche Büchereien. Vor allem die rund 12.000 Ehrenamtlichen würden dieses Angebot möglich machen, so Jung. Ja, mein Wunsch ist, dass es uns gelingt, gute Literatur für junge Menschen, aber eigentlich auch für alle Generationen bereitzuhalten. Was ich mir auch wünsche, und es zeigt sich auch, dass es das ist, dass die Bibliotheken oder unsere Büchereien Orte der Begegnung werden, generationenübergreifend. Auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt würdigte in seinem Grußwort den unverzichtbaren Beitrag des St. Michaelsbunds zu einem flächendeckenden, leistungsfähigen Bibliotheksangebot und damit zur kulturellen Grundversorgung in Bayern. Dazu braucht es allerdings eine deutlich bessere staatliche Förderung der Büchereien, vor allem im ländlichen Raum, betonte der geschäftsführende Direktor des St. Michaelsbundes, Stefan S. Ja, wenn wir sehen, dass wir 1989 das Doppelte an Zuschüssen hatten und wenn wir noch einrechnen, dass seither auch ein Inflationsausgleich fällig wäre, dann müssten wir den Zuschuss, den wir jetzt haben, gerade mal verdreifachen. Also wenn wir sagen 7,5 Millionen Euro, dann wären wir da in etwa, wo wir 1989 waren. Der Passauer Domkapitular Gerhard Auer dankte den bayerischen Bischöfen für das Geld, das sie für die kirchlichen Büchereien investieren. Auer wurde zuvor als Vorsitzender des St. Michaelsbundes auf Landesebene wiedergewählt. Die Leute müssen sich ja irgendwo treffen, weil uns sehr wichtig ist, dass das Thema Kommunikation eine große Rolle unter den Menschen spielt. Und das sind natürlich Büchereien ideale Orte dafür. Da kann man sich treffen und es gibt ja auch schon Projekte, wo Büchereien, ja, Gott sei Dank, nicht nur Aufbewahrungsorte sind für Bücher, sondern es gibt enorm viele Veranstaltungen und die Veranstaltungsfülle wächst sogar enorm in ganz Bayern und jeder bayerischen Diözese. Im Rahmen des Empfangs gab es auch Urkunden für drei neue Büchereiassistentinnen und Bischof Jung ehrte zwei Frauen aus dem unterfränkischen Bürgstadt für ihr langjähriges Engagement in der dortigen Bücherei. Ich bin die Gertrud Karsch aus Bürgstadt und ich bin also schon 36 Jahre mache ich für die Bücherei Leiterin und da ist man halt so verwachsen, das macht man immer weiter. Und ehrenamtlich, da macht man das nicht so. Da ist man jede Woche bestimmt 10, 15 Stunden ehrenamtlich statt. Ja, und ich tue heute noch alle Bücher eingeben und wir tun ja im Durchschnitt so im Jahr 1200 Mädchen einstellen. Soll ich ehrlich sein? Man arbeitet zig Jahre ehrenamtlich und dann kriegt man so eine Einladung. Da weiß man, dass es doch gewürdigt wird, die Arbeit, die man leistet. Ne? Verdiente Ehre. Die öffentlichen Büchereien in Bayern sind mit rund 24 Millionen Besuchern weiterhin die meistgenutzten kulturellen Angebote im Freistaat. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das nicht möglich.